Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Feldas 19, also auf diesem Marsch, Version 2.4. Ja, ich habe es rausgefunden, was wir machen müssen. Wir müssen nur die Taste Z drücken. Ich drücke mal die Taste Z. Und wir schicken das mal ab. Und nun ist das Gerät wieder leer und wir fahren auf dem Feld Nummer 2. Ich wollte noch Wasser schicken. Malzfabrik normalerweise. 2 ist blau. Wieso ist er blau? Gut, Wasser, Malzfabrik. Das wollte ich zuerst machen. Ach so. Da nicht hin. So, hier ist der LKW. Wasser. Gucken mal ganz kurz. Geldkassetten. Achso, sowas habe ich ja noch nicht. Wasser ist voll. Das ist dann egal. Wir werden hier einfach mal Kassetten noch wieder verkaufen, ne? Hofladen und so. Das habe ich ja vermieden. Machen wir auch nicht. Jedenfalls vorne wird nicht, wir sind so genug ausgelastet. So, und Produktion ist ja eh ausgelastet. So, geht das mal los. Wir ändern das ab und zwar Malzfabrik. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht. Geht er auf oder? Er geht auf. Wir laden nochmal. Gut, mehr geht nicht ab. Oh! Der Boden analysiert. 2000 Euro. Wir fahren erstmal zur Malzfabrik. Da wollen wir kurz überlegen. 9. Wir sind da oben. Wir fahren mal da links lang. Ja, Bäckerbrauerei. Die Karte können wir wegmachen. Gas geben. Ich habe ja Eye-Tracking deaktiviert. So sind wir ein bisschen nicht mehr ganz so wackelig, ne? So, ganz fix rüberfahren, ganz geschmeidig, dass die auch arbeiten können, ne? Ja, es gab ja nun ein großes Update, ein DLC, Bodenproben. Ihr habt hier gerade gehört oder gelesen, dass die erste angekommen ist, die erste Analyse von Feld Nummer 1. Wenn wir noch Feld Nummer 2 machen, das ist ja auch noch. Im Grunde muss ich alle Felder machen. Hier ist der Schlachthof, rechts, und links ist der Bahnhof, Verkaufsstelle. Und ich fahre mal ganz schnell zur Malzfabrik, zur Brauerei, um da auch noch Wasser zu liefern. Das ist gerade auch rüber. Holz haben wir, denke ich, mal genug, wir haben noch zu liegen. Müsste noch Stumpenfräsen gemacht werden. Aber das ist mir gerade so wichtig, das ist bald mal Zeit haben. Aktuell ist da keine Zeit für. Vollgas. Ja, die Aufnahmen sind. Heute ist Dienstag bei mir. Ich habe heute mal einen Tag frei, Feiertag. Das heißt, in einer Woche kommt diese Folge. Auch da ist das DLC schon wieder eine Woche alt. Aber ich mache ja immer so Aufnahmen in einem Tag, 7 Folgen. Beziehungsweise Wasser wäre hier. Beziehungsweise
Beziehungsweise ich mache ja zwei Tagen die 7 Folgen. Das kommt auch sicherlich vor. So, Belan ist Brauerei Wasser. Ja, Belan, Brauerei, Wasserbrauerei. Ich kann aber auch den Punkt anzeigen. Abladen. Malzfabrik, dann muss er hier fahren, ne? Ob links oder rechts. Das weiß ich nicht. Entladen, Wasser, Malzfabrik. Da haben wir es. Dann lassen wir fahren, ne? Und wir werden uns mal ganz kurz unser Fahrzeug, wenn wir da hinschalten können, ne? Das ist Milch, Milch brauchen wir nicht. Das läuft auch. Das gibt's doch gar nicht. Wieso geht das jetzt hier nicht? Also ein Fahrzeug geht immer nicht. Ne? Das ist unser Mistfahrer. Ach so. Der ist ja für die Brauerei zuständig. So, Alt 0 Mist. Dazu müsst ihr mal ganz kurz das eine Silo aktivieren. Weil ich habe hier so viel Mist mittlerweile, dass wir jetzt schon verkaufen müssen. Denn sonst kommen wir nicht klar in der Materie, ne? Wir werden so viel haben. So, vorne wir starten. Ja, die Kühe sind auch glücklich. Hauptsächlich jedenfalls. Das Gras ist hier weg und da ist wieder gewachsen. Ich glaube, der Einzugsbereich von beiden Stellen ist etwas zu stark überlappt. Und dadurch haben die weniger Gras als die, also ist im Grunde schlecht. Müsste ich in, naja, wenn man neu machen würde, einen größten Abstand nehmen. So, wir fahren auf Feld 2. Wir werden einfach mal die Kurse ausmachen. So, jetzt mal ganz kurz Menü anschalten und deaktivieren. So, V und B. Zack, Bodenprobe genommen. Ich wollte mal kurz anschauen, wie es aussieht auf Feld Nummer 1. Und darauf gehen. Oh. Sandiger Lehm und sandiger Sand. Lehmiger Sand. Haben wir so gefunden. Schon komisch. Wir müssen mal hier die Karte anmachen. Unten links. Damit wir sehen, was los ist. Ne? Sonst können wir ungefähr. Da können wir zu viel messen. Ne? Und nicht zu wenig. Also wir müssen selten mehr Proben nehmen, ob wir da automatisch gehen, ne? Sehr gut. Temperatur haben wir aktuell 27, das passt. Kurz überlegen. Haben wir Mitte Sommer. Morgen soll es ja um die Rapsaussaat gehen. Ab morgen. Und da wäre zwei ein Kandidat dafür. Eins übrigens auch. Überall, wo jetzt Getreide drin war, vielleicht überall.
da geht's, also da geht ja nur prinzipiell Wasser. Von der Fruchtfolge her. Also überall Raps machen werde, das ist immer offen. Aber 1 und 2 auf jeden Fall. Die 15 und die 3 würde ich meinen. Dann hätten wir noch die Felder 17, 18. Das müsste dann schon reichen. Die Felder 44 und 53 würde ich dann Getreide nehmen, Weizen und Gerste. Ja, da wo Hafer war, müsste eigentlich auch was rein, ne? Vielleicht machen wir da mal Gras und sowas, ne? Wir machen dafür, wo jetzt ja, genau. Wir könnten ja auch ein paar Ecken auf Wiesen machen, wo jetzt Getreide drin war. Also, achso, die da wo Hafer, könnten wir Wiese machen. Dann könnten wir ein Feld, wo jetzt Wiese ist, auf Getreide machen. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber wie gesagt, das ist fruchtvollmäßig, ist das sinnvoll, wenn man das ein bisschen gestalten. Ich weiß jetzt nicht genau, warum sie jetzt hier überall Sand und lehmiger Sand machen oder lehmiger Sand oder so. Das weiß ich nicht, vielleicht ist das auch sandmäßig so. Es gibt doch keine Kartenbearbeitung, ne? Der Mist geht voll, Wasser. Blocking. Verdammt Fahrzeug. Aber ein Mist läuft immer ganz gut. Weil Wasser nicht ganz so tragisch ist. Für Malz war ja noch was da. Brrr. Ja, der Mist geht zur BGH zum Verkauf, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Und die Blase eigentlich, wenn es geht, nur an die Kühe, ne? Und dafür das andere zur BGH. Weil die Schweine habe ich auch noch Mist, da muss man auch noch so eine Strecke einfahren lassen. Beziehungsweise Gülle. Gülle macht es ein bisschen einfacher. Ob ich intelligenten Helfer das macht. Das ist ja ganz schön aufwendig. Ich hätte mehr als 3 Proben nehmen können. Ich dachte so einfach, oh, 3 Proben, dann können wir auffahren. Zum Glück. Das ist, glaube ich, unendlich. Der müsste eigentlich in Tüten verpackt werden, luftig und dann abgeschickt werden, ne? So, jetzt gehen wir in die Mitte rein. Z, ne, B. Z wir abschicken. Wir müssen hier ein bisschen optimieren, dass wir machen zu viele Proben. Und das wäre schon wichtig, bevor wir die Aussaat machen, ob da überhaupt was notwendig ist. Ne? Mein Gras könnten wir auf den ja machen. Für 54. Müssten wir gleich losdüsen. M
Mach ihn nicht kaputt, du. So, machen wir Mitte noch drei, vier Proben. So, gestern so festgestellt, Mensch, sind nur noch knapp drei Wochen an Weihnachten. Ne, zwei. Und das war so erstaunlich, wie das ist. Oder? Jetzt in 14 Tagen praktisch fast ja, vorletzten Arbeitstag ist, ne? Bevor der Weihnachtsurlaub kommt. Beziehungsweise ja, Weihnachtsurlaub und Silvesterurlaub, kann man sagen. Ne? Ist ja im Grunde nur über die Feiertage, ne? Aber immerhin. Ist ja auch das Gerücht da, dass ein paar Kollegen durcharbeiten sollen. Zwischen den Feiertagen. Bei mir hat noch keiner was gesagt. Also ich brauche den frei, ne? Also. So, heute habe ich gehört, Sachsen hat einen totalen Lockdown. Mann, was haben die bloß Angst? Die glauben ja auch, die können Infektionskrankheit aufhalten. Da sind aber Captain Irrtum. Geht nicht. Da müssen wir was tun in Krankenhäusern, dass da mehr Personal ist oder mehr Betten, kann man sagen. Ne? Da haben sie auch nicht automatisch einen Aufstock. Und das haben wir nicht gesagt. So, 2 ist auch fast ganz gut abgedeckt. Das hatte die 1. Ja, bei mir fehlt ja auch die Frage, ob ich fahren kann oder nicht. Das sieht auch im Grunde jetzt schon schlecht aus. So, dann werden wir gleich abschicken auf so, Z. Gut. Erledigt. Abgeschickt. So. Hier kurz mal gucken. Die 50. Da wie viel Fahrzeug eigentlich? Wir haben noch einen Flug. Wow. Den habe ich ganz vergessen. X. Den checken wir mal zurück. Ja, den haben wir nur geflügt, ne? Da war ja ein neu gekauftes Feld mit Hafer. Und laut Karte ist da Wiese. Werden wir auch Wiese machen, ne? Macht sie am besten, da können wir auf der 50 schon mal anfangen. Da ist ja gemäht, da ist ja jetzt noch nicht gewachsen. Oder warten wir da jetzt mal eine Wachstumsstufe von Gras da ab? Mähen noch mal einmal Gras. Oh, das war die Flasche. Mähen noch einmal Gras und dann werden wir da entsprechend die Aussaat betreiben, weil Getreide ist auch noch zu früh. Das Sonnenblumen, was ist das? Den fahren wir jetzt mal zum Hof. Alt 0. Oh, ich sehe gerade schon die Zeit. So, liebe Schauer, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich sag mal tschüss. Ciao, ciao. Ja. Morgen geht's hier weiter. Hier auf der Marsch. Und weiter Proben nehmen. Das werden wir gleich auf Feld Nummer 53. Tschüss, ciao, ciao und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Fleißig liken und kommentieren. Also dafür ist da, ne? Also ihr könnt, müsst aber nicht, ne? Tschüss, ciao, ciao, bis dann. Tschüss.